Der ÖVM erklärt. Risiko Lebensversicherung. Ist Ihre Familie abgesichert, wenn der Haupteinkommensbezieher plötzlich verstirbt oder tödlich verunfallt? Kann die Ausbildung der Tochter finanziert werden? Und was geschieht mit der hohen Kreditrate? Ein Todesfall kann für den Rest der Familie neben dem seelischen Leid auch noch existenzbedrohende Folgen haben. Trauer und Schmerz sind leider unversicherbar. Aber eine private Risikolebensversicherung nimmt den Hinterbliebenen zumindest die Geldsorgen. Im Versicherungsfall wird eine vorher festgelegte Summe an die Begünstigten ausbezahlt und sichert somit die finanzielle Existenz. Die Gründe für den Abschluss einer Risikolebensversicherung können vielfältig sein. Doch meistens steht die Versorgung der Familie, die Deckung eines Kredits oder die Absicherung einer Schlüsselperson im Unternehmensbereich im Mittelpunkt der Überlegungen. Beachten Sie, dass der Versicherungsnehmer, sollte der Schadensfall nicht eintreten, nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit keine Kapitalauszahlung erhält. Die Versicherungsleistung wird nur bei Ableben der versicherten Person fällig. Die Versicherungssumme kann gleichbleibend oder fallend gestaltet sein. Die Prämienzahlungsdauer muss nicht der Versicherungsdauer entsprechen. Sie kann auch kürzer gewählt werden. Die Höhe der Prämie ist abhängig vom Gesundheitszustand, dem Alter, dem Beruf und dem Freizeitverhalten der versicherten Person sowie der Laufzeit, den Zusatzdeckungen und speziellen Klauseln. Das Verhältnis der aufzuwendenden Prämie zur Versicherungsleistung im Todesfall ist aus Sicht des Versicherungsnehmers äußerst attraktiv. Eine umfassende finanzielle Absicherung der Hinterbliebenen ist, insbesondere in jungen Jahren, um einige wenige Euro im Monat möglich. Wenn Ihnen also die wirtschaftliche Existenz Ihrer Familie nach einem Schicksalsschlag besonders am Herzen liegt, steht der Abschluss einer Risikolebensversicherung ganz oben auf Ihrer To-Do-Liste. Ein Tipp: die Unanfechtbarkeitsklausel. Versicherer sind innerhalb der ersten 3 Jahre bei Selbstmord oder Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht leistungsfrei. Im Finanzierungsgeschäft eine unhaltbare Situation. Gegen Bezahlung einer Einmalprämie pro versicherter Person ist eine Mitversicherung dieser beiden Risikoausschlussgründe möglich. Noch ein Tipp: Fragen Sie Ihren ÖVM-Versicherungsmakler auch nach einer Dread-Disease-Deckung. Beinhaltet Ihre Risikolebensversicherung diesen empfehlenswerten Zusatzbaustein, erbringt der Versicherer nicht nur im Todesfall eine Leistung, sondern auch bei besonders schweren Krankheiten, wie beispielsweise Herzinfarkt, Krebs, Schlaganfall oder Multiple Sklerose. Ihr ÖVM-Versicherungsmakler hilft Ihnen dabei, die Risikolebensversicherung exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Objektiv, kompetent und immer auf Ihrer Seite. Das garantiert optimalen Schutz für Sie und Ihre Familie. Sprechen Sie noch heute mit dem Makler Ihres Vertrauens über Ihre Risikolebensversicherung.